Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem Gothic Let's Play. Mittlerweile Folge, ich glaube, 56, wenn ich mich nicht irre. Wir waren gerade dabei bei der Anrufung des großen Schläfers, wo etwas schiefgelaufen ist, was wir uns erstmal wohl noch nicht erklären können. Und wir sollen mit Talas zu einem Ork-Friedhof gehen. Und ich würde mal sagen, das machen wir ganz stilecht. Des Nachts, Talas, alte Socke, führst du uns bitte zum Ork-Friedhof. Na los, hör auf zu rauchen und quatsch mit uns. Erwache. Erwache selbst, der Khor Angar schickt uns. Khor-Angar schickt mich. Er sagt, du sollst mich zum Ork-Friedhof bringen, damit ich dort Bal-Lukor und seine Templer suchen kann. Schon wieder bin ich der Laufbursche. Verdammt. Ich hätte den Almanach einfach nicht verlieren dürfen. Na gut, komm mit. Tja, hättest du wohl besser nicht gemacht, aber hast du nun mal. Und wow, schaut euch unsere Klinge an. Wir werden mit der jetzt sicherlich noch einige Monsterchen schlachten dürfen. Würde mich wundern, wenn der Ork-Friedhof nicht einige, vielleicht sogar untote Monster für uns bereithält. Und glücklicherweise weiß ich, dass es gar nicht so weit ist. Wir lassen Talas mal so ein bisschen vorrennen. Ne? Lester, was sagst du dazu? Ja, nix. Los, Talas, geh weiter. Und, ja, das ist eine ziemlich interessante Sache. Wir haben ja gerade dieser Anrufung beigewohnt. Iberion ist ja zusammengebrochen vor unseren eigenen Augen. Wir haben in unserer Vision diesen Ork gesehen. Was ja schließlich der Grund ist, warum wir jetzt diese Reise hier unternehmen. Und es ist alles natürlich höchst mysteriös, ja. Hatten wir jetzt wirklich Kontakt mit dem Schläfer? War das nur so eine wahnwitzige Idee unserer, ja, unserer Vorsteher? Hat Iberian wirklich mit dem Schläfer Kontakt aufgenommen oder ist uns der Schläfer überhaupt wohlgesonnen? Ja, das sind alles Fragen, die sich jetzt stellen. Ich habe etwas länger nicht mehr gespielt, zock jetzt aber hier gleich weiter, um euch gleich neue Folgen raushauen zu können. Mit dem Prince of Persia Let's Play bin ich im Grunde auch schon fertig. Ich weiß noch nicht, ob ich dann schon alle Folgen rausgehauen habe, aber da kommt denn jetzt auch gleich was Neues. Da habe ich mir was ganz Schönes überlegt. Mal sehen, ob es euch gefällt. Und boah, ich muss ja sagen, es ist jetzt schon ganz schön dunkel. Ja. Aha, wo läufst du denn lang? Ist der Ork-Friedhof hier hinterm Stein? Geh mal vor. Ah, nee, wir gehen über die Brücke. Genau. Endlich gehen wir über diese Brücke. Auch hier werde ich dich nicht über die Brücke begleiten, denn ich bin nicht lebensmüde. Du musst verrückt sein, dort hineinzugehen, wenn selbst Bal-Lukor und seine Templer nicht wieder herauskamen. Das werden wir ja sehen. Geh zurück zum Lager, ich komme nach. Wenn ich dann noch stehen sollte. Nun, vielleicht laufen wir hier ein wenig vorsichtiger rüber. Immerhin ist der reißende Fluss hier unter uns. Ist schon ganz schön gruselig, möchte ich sagen. Die Brücke knarzt. Der Wind weht. In der Ferne sehen wir zwei Fackeln und vor allem sehe ich in der Dunkelheit Beißer. Die verdammten Biester. Speichern wir mal besser ab, weil mit Beißern ist eigentlich wirklich nicht zu scherzen. Da unten ist das Sumpflager, unsere Wahlheimat. Ach, so weit und doch so fern. Vielleicht können wir einen Beißer einzeln anlocken. Sicherlich besser, als es mit allen vier Beißern gleichzeitig aufzunehmen. Ja, komm her, trau dich noch ein bisschen. Na los, noch ein klein wenig. Ha! Weg ist er. Ein Orkjäger. Verdammte Brille. Der ist mir ja gar nicht aufgefallen. Wow. Und damit haben wir unseren allerersten Ork besiegt und einen Krush Varrok bekommen. Krush Varrok, wenn man das auch so ausspricht, weiß ich nicht. Das ist eine der Waffen, die diese Ork-Krieger haben. Ork-Jäger in dem Fall. Donnerwetter, das kam für mich jetzt doch durchaus etwas überraschend. Ich hoffe, ihr habt euch ein wenig erschreckt, denn so soll es ja sein. Deshalb machen wir das Ganze ja jetzt hier nachts.
Die Beißer selbst waren eigentlich jetzt kein großes Problem. Das ist eigentlich nur so ein besseres Molerat, wenn man so will. Hatte ich wohl doch ein bisschen schwerer in Erinnerung. Oder wir sind halt einfach um einiges stärker als... Tja, ich es vielleicht beim letzten Mal spielen war. So, einer hat noch Fleisch, genau. Aber ein Orkjäger. Nun gut, bei einem Orkfriedhof erwartet man nicht viel anderes. Da ist noch ein Orkjäger. Ah. Da kommt er. Geronimo! Ah, da blockt das blöde Ding. Aber 200 Erfahrungspunkte, das ist mal richtig ordentlich. Das rockt richtig. Da, diese Krusch-Warrocks. Könnten wir eigentlich auch tragen, wenn wir wollten. Aber 45 Schaden ist längst nicht so gut wie 71. Die Waffe der Menschen doch um einiges edler geschmiedet. Als diese grobschlächtige Axt. Aber es kann vielleicht von Vorteil sein, irgendwann nochmal eine Ork-Waffe bei sich zu haben. So, wir machen neues Licht an. Und begeben uns mal weiter. Ach, der nächste gleich. Weiter Richtung Friedhof. Ah, ich glaube, zwei Orkjäger wären durchaus ein bisschen zu viel für uns. Zack. Hinten ist doch noch einer, oder? Habe ich mich da verguckt? Nee, da ist noch einer, genau. Der Kampf unter den alten Knochen irgendeines Dinosauriers. Ausgetragen. Oh. Ja, die machen schon echt männlichen Schaden. Aber einer klappt. Ein Orkkrieger oder ein Orkjäger, den kriegen wir hin. So, was haben wir denn hier jetzt? Wo ist die Waffe hin? Ach, die ist hier runtergerutscht. Und rutscht immer noch. Oh, und wer liegt hier? Ein Templer. Grüner Novize. Und ein Richtschwert. Mhm. Alles klar. Und dort... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das sieht aus wie der Schlund zur Hölle. Ich weiß nicht, ob es zu ist. Ansonsten können wir es mit der Winde sicherlich aufmachen. Ich würde mal sagen, wir speichern besser vorher ab, bevor wir da reingehen. Wirklich, wirklich geheuer ist mir das Ganze ja nicht. Ah, es ist wirklich abgeschlossen. Alles klar, dann betätigen wir mal die Winde. Boah, diese riesen Zähne. So. Einmal gedreht, dann ist der Friedhof auch offen. Oh, der Sound. Oh Gott, oh Gott. Und hoffentlich erwartet uns hier etwas mehr als nur der pure Tod. Da hinten habe ich doch jemanden gesehen. Irgendwas hat sich bewegt. Ein Ork-Speer? Eieieiei. Speichern wir mal besser ab. Hoffentlich ist es nur einer. Oh nein. Ah, komm schon her, du. Oh nein. Ah. 180 Erfahrungspunkte sind also ein Stück weit leichter zu besiegen als die Ork-Jäger. Aber eben doch auch ein harter Brocken. Ne? Hm, Höllenpilze hinter Gittern. Können wir auch mal ein paar mitnehmen, warum auch nicht. Eine Mumie, aha. Mumien könnte man ja auch mal näher untersuchen. Ah, kommen wir nicht ran. Hm. Wo sind wir hier nur gelandet? In irgend so einem uralten Höhlensystem, was die Orks wohl für ihre Begräbnisse nutzen. Ah, an die Mumie kommen wir ran. Vielleicht ist ja ein bisschen was versteckt. Na, willst du mal hochklettern? Jetzt wird mir die Sache aber doch ein wenig zu bunt. Möchtest du da bitte hochklettern? Ja, also. Gucken wir mal an, ob die hier irgendwas beinhalten. Ah, Essenz magischer Energie und ein Heilungszauber. Sehr gut. Die Orks scheinen ihren Verstorbenen also letzte Gaben irgendwie mitzugeben. Ein Feuerpfeil, naja, den kann man an bestimmten Stellen sicherlich auch mal gebrauchen. Und was haben wir hier? Höllenpilze, na, die nehmen wir natürlich auch alle mit. Die kann man ja auch immer gut verkaufen. Und gleich vier einsame Mumien. Das ist keine Leichenschändung, meine Damen und Herren. Das ist
wie soll man sagen, wie handeln mit Toten. Ja, nur, dass man eben kein Erz zurücksteckt. Die können das Erz ja sowieso nicht mehr gebrauchen. So. Was hast du denn dabei? Ein Heilungszauber. Scheinbar hast du den nicht anwenden können, sonst sähst du nicht aus, wie du jetzt aussiehst. Und was ist da hinten? Ein Ork-Späher. Alles klar, jetzt wissen wir schon mal, dass er da ist. Dann kann er uns wenigstens nicht mehr überraschen. Hier wächst ein wenig Mondschatten. Das pflücken wir natürlich auch. Oh, und ihr müsst mal zugeben, das ist ziemlich... ziemlich stimmig, oder? Also, ich grusel mich schon ein bisschen. Hat er uns schon gesehen? Ja. Da kommt das Stahl. Eieiei. Zack. Den Krush Varrok nehmen wir natürlich auch an uns. Und nein, da liegt der nächste tote Templer. Eieiei. Ein Kampfschwert hatte er bei sich. Okay, kein Richtschwert, immerhin. Ich würde mal sagen, wir trinken jetzt mal so einen kleinen Heiltrank hier. Zack. Und dann werden wir mal tiefer vordringen in dieses Gewölbe. Bisher hält sich der Widerstand ja in Grenzen. Das kann aber ganz schnell sich ändern, wenn wir gegen zwei oder drei Orks gleichzeitig kämpfen. Ich denke, das würde nicht so leicht vonstatten gehen. Ha. Die Mumie ist nicht so freigebig. Gucken wir mal an, was die dabei hat. Auch nichts. Und der hier in der Ecke, der Freund. Hast du was dabei? Ja, ein Heilungszauber. Und sollten wir die Heilungszauber auch nur verkaufen, das lohnt sich immer. Ja, also... so, wie gehe ich denn hier runter? Einfach springen. Jo. Alles klar. Gut, dort ist auch noch... Oh Gott, ich höre jemanden. Da helfen wir natürlich. Scheiße. Eieiei, ich glaube, den Tod garantiert. Oder? Schaffen wir das? Würde mich ja wundern. Ich glaube, noch ein Schlag und ich down. Oh Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Schnell mal jetzt einen Heiltrank trinken. Hier am besten einen großen. Ich höre doch irgendjemanden. Ah, speichern wir mal fix ab. Hier auf den zweiten Speicherplatz. Irgendwo wird doch jemand hier gerade totgeprügelt. Hier. Ja, warum hilfst du ihm denn nicht, du komischer Templer? Was ist denn da los? Dann helfen wir ihm eben. Besser hätte es ja gar nicht passieren können, die ganzen Orks sind abgelenkt. Irgendwas scheint hier gerade schiefgelaufen zu sein. Ah, Lukor ist zum Glück noch nicht gestorben. Danke für deine Hilfe. Du bist wirklich in letzter Sekunde gekommen. Oh, da ist noch ein Ork hinter uns. Den knallen wir natürlich auch noch um. Nein! Oh. Sag mal, was ist denn hier los? Oh. Also irgendwas scheint hier gerade vom Scripting her nicht ganz geklappt zu haben. Aber ich denke, es ist ganz gut letztendlich gelaufen für uns. Ich würde ungern neu laden. Immerhin, wir haben ja nicht gecheatet oder sowas. Es hat sich einfach so ergeben. Alles klar, dann quatschen wir jetzt mal mit Baal Lukor. Die beiden Templer hat es leider wohl zerrissen. Tja, Opfer gibt es in jeder Mission. Den Streit vergessen wir, okay? Den Streit vergessen wir, alles klar. Kor Angar schickt uns und wir haben tote Templer gesehen. Was hast du denn dazu zu sagen? Ich habe tote Templer auf dem Weg hierher gefunden. Was ist passiert? Meister Kor Angar hat uns hierhin entsandt, um die Höhlen zu erforschen. Wir hatten nichts als muffige Grabnischen und halbzerfallene Mumien erwartet. Dann plötzlich bewegte sich die Dunkelheit und überall waren Orks. Ich weiß nicht, was sie hier suchen, aber ihr Auftauchen hier ist mehr als ungewöhnlich. Wo sind die anderen Templer? Tot. Ich habe sie unwissend ins Verderben geführt. Ich hoffe, der Schläfer wird mir das verzeihen.